Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Aquanox 2 Revelation. Sorry, Leute, ich war gerade irgendwie ein bisschen neben mir. Okay, wir haben noch nicht alles hier beredet in der letzten Folge, aber wir haben schon einen neuen Auftrag bekommen. Mal gucken, ob wir den gleich ausführen können. Gehen erstmal nach Peacemaker's Paradise. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Da ist ein Waffenschieber, interesting. Und Lieutenant Hamlet. Oh, Lichtmann. Den kenne ich noch. Der ist cool, glaube ich. Ich fühle mich in Waffenkammern am wohlsten. Wie steht's mit dir? Naja, ich bin im Transportgeschäft. Wirklich? Na, in diesen unsicheren Zeiten sollte man sich dann aber nur das Beste vom Besten gönnen, junger Mann. Wie heißt denn dein Frachter? Harvester. Ich bin William Drake. Nenn mich Hamlet. Meine Freunde nennen mich so. Naja, wer hat schon Freunde heutzutage? Ah, ja, wirklich. William, immer wenn jemand dein Freund sein will, sei so nett und jag ihm mit deiner Railgun ein paar Nadeln in die Fresse, bevor du ihm vertraust. Also, sind wir Freunde? Ja, sicher. Wow, William. Und gleich durchgefallen. Aber sei es drum, William Drake, Skipper der Harvester. Was ist dein Ziel? Keine Ahnung, Hamlet. Das ist ein schönes Ziel, Junge. Komische Gestalten, die wir hier treffen, aber die werden bestimmt noch irgendwie wichtig. Was macht denn der Waffenschieber? Ja, geilen Scheiß, das dachte ich mir. Ein Plasma-Jet, was ist das denn? Kinetisch 400 Megajoule. Relativ wenig, aber eine ultra geringe Nachladezeit. Wow. Der Plasma Jet. Das ist also eine Gatling Gun anscheinend. Und der kostet 15.000. Wir haben 5.000 Credits und das Ding kostet 15.000. Ja, moin. Dankeschön dafür. Und der Doom Mortar. 3.200 Megajoule und 60 Megajoule EMP. Das ist eine Menge. Für beides. 2 Sekunden Nachladezeit, 12 Energy Shells, aber der ist ziemlich geil. 27.000, boah. Der macht den doppelten Schaden der Hitman. Und das mit EMP-Schaden. Mit dem Ding kann man trotzdem noch Leute lahmlegen. Die viel aushalten, kriegt man damit sicher down. Hätte ich sehr, sehr gerne. Sollen wir irgendwas verkaufen dafür? Weil wir haben nicht wirklich was zu verkaufen, also die doofe Vendetta. Die keiner haben will. Aber die würde nicht reichen, das sind 8.000, damit kriegen wir gar nichts davon zusammen. Warten wir also noch. Torpedos, hier gibt es noch einen Bullshark, schlechte Wendigkeit, passive Ortung. Aber mein Gott, das ist 14.000 Megajoule Schaden. Das hier ist ein Flash Shark, sehr gut. Sehr gute Wendigkeit, erweiterte passive Ortung. 400 EMP Schaden, das ist cool. Und die Big Bang, eine optische Ortung. Einiges besser, aber nicht sehr wendig. Oh, wir haben sogar zwei Flash Sharks. Ich glaube, die nehme ich mir mal an Bord. Aber die Big Bang, die haut rein. 24.000 Megajoule. Damit haut man sogar einen Bomber einfach weg. Buzzer, ja. Wir könnten auf einen Medium-Block upgraden. Lädt bestimmte Waffensysteme. Rate für 3 Energy pro Shell. Oder Shell pro Sekunde, ehrlich. Eher gesagt. Ein Patch-Kit, Reparatureinheit, Panzerung 0 bis maximal 0, Systeme 0,8. Ah, das hier repariert nur Systeme leider. Wir bräuchten ein Robot-Repair-Kit, damit auch die Panzerung bis mindestens 50% wieder aufgefüllt werden kann. Ja, wenn, würde sich nur das hier lohnen, finde ich. Das Patch-Kit ist nett, aber ein Silator reduziert ein neues Level des eigenen Schiffs permanent um 1. Okay. Mehr Keramikpanzerung, Zielhilfemodul. Dieses Modul erweitert die Zielvorrichtung des Bordcomputers um ein Vorhaltesymbol, was wir nicht unbedingt brauchen, da wir ja die automatische Zielhilfe ein bisschen drin haben, also ist nicht so wichtig. Wir könnten auch Sachen verkaufen, zum Beispiel Plasma Gatling für nichts. Wow. Danke dafür. Ein bisschen Torpedos verkaufen, die sind aber nicht so viel wert, wenn man sie verkauft. Wow, will der uns viel für die Vendetta Sniper geben, aber definitiv nicht. 1600 nur für die Vendetta. Ach so, das ist der Verkaufspreis. Okay, dann wären wir nur 6000. Das heißt, wir kommen so oder so nicht auf 10.000. Das heißt, es ist irrelevant für uns. Ach so, das ist dann, was wir auf dem Schiff haben. Okay. Ja, gut. Die Sachen wollen wir ja nicht verkaufen, wenn ja nur das, was man im Depot hat. Und da wäre die Vendetta eigentlich schon verkaufswürdig. Aber müssen wir noch nicht. Wir finden hoffentlich nochmal einen Waffenschieber. Wir gehen nochmal in die Salpeter Tavern. Mailing. Hallo, hallo. Sieh an, mein kleiner Matrose. Ni hao. Wie geht's denn so? Hör auf, den kleinen, knuffigen Knaben aus gutem Hause zu geben. Wer war die blonde Braut, mit der du so traut geplaudert hast? Eine Forscherin aus der Machina. Eine Forscherin? Wie süß. Du stehst also auf langminige Weiber mit Doktorgrad, oder was? Warum nicht? Nur geschäftlich. Ach so, geschäftlich. Okay, wie viel verlangt sie? Ich verstehe nicht.
Schon gut, Xiaolong, wow. Schon gut. Vielleicht bin ich ja eifersüchtig, wer weiß. Eifersüchtig? Aber wir haben bloß über Dr. Finch gesprochen. Kleiner. Oh Gott, William. Irgendwie kriegst du das Wichtigste nicht mit, scheint mir. Und was ist das? Ich, du Makrelenfurz. Sieh mich an. Okay, in A-City gibt's genügend Gelegenheit für ein Mädchen wie mich Spaß zu haben. Aber... Bei den Eiern des Shogun. Du willst es nicht kapieren, was? Na, ich verschwinde dann mal und suche mir einen echten Kerl, der mir die Spinnweben wegfegt. Und du? Ja? Du solltest dir erstmal ein vernünftiges Boot besorgen. Ist das ein Spielzeug für die Badewanne? Sonst nimmt dich ja überhaupt keiner mehr ernst, mein kleiner Drache. Ja, okay, sie sucht sich also jetzt einen Stecher. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aus genau dem Grund möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Ich hab eben mit Iron King geredet. 5 Hänflinge haben gerade Scavenger überfallen. 2 sind hinüber, der Rest versucht abzuhauen. Ah, verstehe. Wir waschen Iron Kings Hände? Genau so. Niemand will den mächtigsten Warlord der Zone zum Feind. Außerdem wäre das eine günstige Gelegenheit, dir mal eine vernünftige Brick zu verschaffen. Eine was? Ein neues Boot, Quappe. Das wäre super. Aber red erst mal mit Fuzzyhead, der hat Neuigkeiten für dich. Sehr cool. Neues Boot wäre absolut in meinem Sinn. Ist der im Dock wieder mal? Natürlich ist Fuzzyhead im Dock. Amitabh gibt dir eine Chance, ein neues Boot zu kapern. Gute Nachricht. Was soll ich tun? Rauch allein bringt keine Suppe zum Kochen, Junge. Ich habe dir bereits einen EM-Pektor auf deinem Waffendeck installiert. Gut, damit kann ich meinen Gegner einfach lahmlegen. Verstanden. Und dann... Dann sammle ich alles ein, was zu bergen ist, und zimmere dir was Feines zusammen. Übrigens, Amitabh meint, ich soll dich mit unserem Ehrenkodex vertraut machen. Aha. Ist das meine Einweihung? Abwarten. Also, Punkt 1. Wir greifen uns niemals gegenseitig an. Zweitens, ein Wettkampf wegen Beute untereinander ist aber immer drin. Jeder darf dir was vor der Nase wegschnappen. Verstehe. Nur der Beste überlebt. Und drittens, wer die Beute birgt, dem gehört sie. Ich modifiziere alles, damit die Beute auf eure Boote passt. Mhm. Ja, sie sind tolle Piraten. Das heißt, wir haben jetzt noch einen EM-Pactor bekommen, oder was? Weil das wäre ziemlich cool. Ja, wir haben noch einen EM-Pactor. Wie geil! Jetzt, dann können wir den ja verkaufen, weil... Die sind gleichwertig? Ja, okay. Das heißt, für Amitabhs Gedönse brauche ich den EM-Pactor. Okay, wir brauchen auch einen neuen Generator später. Oder bald, weil das wird ziemlich eklig mit dem EM-Pactor. Gehen wir mal ins Dock. Und guck mal, wir haben jetzt 2 Missionen. Der Kuh und Mighty Maggie. Ich weiß nicht, welche Mission was ist. Haben wir hier noch was? Nein, hier ist nichts zu tun. Ich speichere nochmal. Damit wir uns die Sachen, das Gequatsche nicht nochmal antun müssen. Okay, Dock. Und dann ins Dock. Ich denke mal... Ich warte mal, nein. Mechaniker. Ich wollte nicht in den Hangar Manager. Sorry, Leute. Weg. Aber wir kriegen ein neues Boot. Da bin ich sehr excited. Ich will die Torpedos raushaben. Ich will Flash Sharks haben für sowas. Ja, und deswegen machen wir die Mission noch jetzt direkt. Nee, machen wir nicht. Leute, ich nehme die nochmal raus. Sorry. Ich will jetzt die andere Mission machen, damit es nicht auf einmal heißt, ja, haha, Pech gehabt. Okay, wir nehmen die Thresher Sharks rein. Und gehen zum Dock. Okay, ich denke mal, der Kuh war das. 2 Frachter müssen auf ihrem Weg zur Station Brainfire gestoppt werden. Die Eerie dockt dann an, um die Ladung zu erbeuten. Falls Brainfire Verstärkung entsendet, sollte zusätzlich zu ihrem Pactor eine wirkungsvolle kinetische Waffe montiert sein. Ja. Und Mighty Maggie... wir brauchen für beide einen EM-Pactor. Neues Boot beschaffen. Einige Verrückte versuchen, sich in der Station Scavenger zu verstecken. Sind im Sitz 3 interessanter Boote. Flash Sharks gegen starken EMP-Schild einsetzen. Okay, hier brauche ich Flash Sharks. Das heißt, ich mache erst den Coup und versuche das ohne zu machen. Aber wir brauchen auf jeden Fall hier die EM-Pactor. Beide Frachter dürfen nicht in Schussweite der Dungeon Fregatten vor Brainfire kommen. Okay. Das heißt, ich werde sofort eröffnen ohne Ende auf die Frachter. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige hier. Aber es ist eine Nebenmission, die sollten ein bisschen einfacher sein, hoffe ich. Ich liebe diese Szene, die müssen wir sehen, Leute, die ist einfach gut. Okay, wir kommen jetzt aus der Station raus, beziehungsweise aus Atacama. Das sieht aber bekannt aus, dieses Set. Okay, direkt auf die EM-Pactor wechseln. Ja, die Eerie ist dabei. Hoffentlich noch ein anderes Schiff, weil, ne? Kann den nicht angehen. Und wir haben die Plasma-Waffe, die um 20% verstärkt ist, was ziemlich cool ist. Ja, wir brauchen aber wahrscheinlich eher die andere. Ja, die Hitman haben wir noch.
Okay. Vorsicht, halten Sie Abstand. Lahmgelegt. Leider habe ich gleich keine Ammo mehr. Scheiße. Wer auch immer hier auch noch auf mich feuert oder auf irgendwen. Ach so, nein, das ist. Ach so, das ist nur. Ich habe keine Moon. Ja, ja, ja. Das ist schwierig, wenn man keine Energie hat. Verdammt. Ihr habt mir keinen Reaktor spendiert, ihr Schweine. Okay, der nächste Schuss müsste dann sein. Oh, komm schon, noch einer. Komm schon. Yes, dann. Gotcha. Ich mache mich auf den Weg zum ersten Frachter. Okay, der ist down. Der Frachter ist auch down. Oh crap, irgendjemand hat mich im Ziel? Wer hat mich im Ziel? Und wo ist die Eerie? Wo ist die Eerie? Aber der Frachter ist down. Ach, da oben ist die Eerie, okay. Gut, auf die Umgebung achten. Wir werden die jetzt sicher beschützen müssen vor irgendwas. Das mal gar nicht, definitiv nicht genug Schuss. Okay, da kommt was. Oh, ich brauche mehr Panzerung, ey. Das ist ja widerlich. Okay, aber unsere starken Hitmans helfen sehr gut. Oh, der hat ja überlebt. Und jetzt kollidiert er auch noch mit der Eerie. Na toll. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich würde gerne auch mal versuchen, wenn nur noch einer übrig ist von den Pennern, den ebenfalls zu schocken. Okay, irgendwo habe ich noch einen im Visier. Die können doch, glaube ich, nur von hier kommen. Ich habe zum Glück eine gute Reichweite mit dem Hitman. Irgendjemand hat mich im Visier. Wahrscheinlich einer der Frachter. Okay, erster Frachter ist dann. Für den zweiten kommen sich auch noch wieder ein paar Freunde hier an. Boah, die Musik ist so geil. Wo ist die Eerie? Ah, okay. Oh oh. Kannst du nicht zielen? Dann. Das hat zwar ein bisschen weh getan, aber einen kann man mal machen, ne? Ich hoffe, das gibt ein bisschen mehr Ausrüstung. Und wir haben sogar noch ein bisschen was, womit ich das nochmal machen könnte. Okay, alles noch im grünen Bereich, Leute. Alles cool, alles cool. Ah, ich hoffe, die Lautstärke passt so, denn mir kommt es teilweise echt noch ein bisschen laut vor mit der Musik und ich schreie hoffentlich nicht zu sehr dabei. Ich muss es vielleicht nochmal ein bisschen weiter anpassen. Kann auch sein, dass das nur für mich so ist. Da kommen sie wieder. Da vorne sind die Fregatten. Obwohl ich die auch ausschalten könnte, denke ich. Sind nur die beiden? Sind nur die beiden. Okay, der ist auch dann.
versuchen wir, die mal zu zerstören. Dauert ein bisschen. Ja, dauert ein bisschen sehr lange, leider. Au! That hurt. Ja, ich glaube, das wird nichts. Hauen wir lieber ab. Zur Not kann ich da nochmal hingehen. Ich würde sau gerne so ein Ding kapern. Das wäre voll gut. Aber schützen wir erstmal in der Mission hier, was zu schützen ist. Ich könnte die Dinger zerstören. Das würde noch eine Weile dauern. Weil ich habe eine größere Reichweite als sie. Aber ich will nicht, dass hier auf einmal vorne Schiffe auftauchen. Und ich bekomme es nicht mit und bin viel zu weit weg, um da zu helfen. Nee, aber ich glaube, sie fällt jetzt nur noch wieder in den Hangar und gut ist. Sollte also kein Ding sein. Aber ich will jetzt nochmal zurück. Ich will jetzt nochmal zu den Fregatten und versuchen, die eine zu zerstören. Vielleicht gibt das ja ein bisschen extra Loot oder keine Ahnung. Am liebsten würde ich die andere... Langsam lädt sich das wieder auf. Am liebsten würde ich die andere lahmlegen. Das wäre so gut, wenn wir so voll Zeug dafür bekommen würden. Warum ist das... Die Mission ist schon vorbei, ne? Ja, die Mission müsste vorbei sein. Komm schon. Das müsste die sein, ne? Nee. Komm, komm, komm. Ich will das Ding zerstören. Alter, guck dir die Panzerung an. Die hält so viel aus. Das ist richtig pervers. Das sind nicht mal Fregatten, ey. Oh, da unten sind noch Buggies. Vielleicht ist das ja ein extra Ziel, keine Ahnung. Ich will es einfach mal ausprobieren. Ich könnte auch ein paar Torpedos einsetzen, aber das ist mir eigentlich zu schade dafür. Vor allem, wo ich es nicht muss. Ja, gleich. Dauert nicht mehr lange. Na komm schon. Ich hoffe, die Credits hierfür sind auch gut. Wir kriegen wahrscheinlich eh wieder nur 2000 oder sowas. Ich hätte gerne mal 10.000. Wie wäre es damit? Damit ich mir diesen Reaktor kaufen kann oder sowas. Oder die Reparatureinheit wäre noch besser. Außer sie braucht Energie, weil dann brauche ich echt jetzt den Reaktor. Na komm schon. Kann man die nicht zerstören? Das wäre ja voll gemein. Die kann man definitiv nicht zerstören, Leute. Oh, wie fies. Ist das hier weit genug, die? Oder habe ich genug Reichweite für das Ding? Nee, definitiv nicht. Ja, da muss ich zu nah ran. Au, 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 au. Wow. Au, 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 au. Okay, ich hau ab. Bevor die Mission noch fehlschlägt. Dankeschön. Wie blöd, dass man die nicht zerstören kann. Das ist ja voll gemein. Ich dachte, ich krieg dafür geilen Loot. Ihr müsst mir doch meinen Loot gönnen, Leute. Mein Loot. Ich brauche Crap. Vor allem Credits. William will keine Credits, aber ich will Credits. Eerie eskortieren, wir kriegen Plasma Jet. Oh, das ist ein Gatling. Eine Plasma Gatling, aber ich habe nicht genügend Dings dafür. Ich habe nicht genügend Zeug dafür. Nicht genügend Energie. Guter Job, Amigo. Danke. War nicht leicht, aber... Egal. Hauptsache, Brainfire wird jetzt nicht zu einer vollbewaffneten Militärstation der Atlantischen Föderation. Damit ist schon viel gewonnen. So, Junge, und jetzt gebe ich dir was aus. Was darf's sein? Was Leichtes. Gibt's nicht. Selbst das Wasser ist bei mir hart. Dann eine dope Cola. Na, meinetwegen, Milchbart. Und ich mach dir deine verdienten Credits fertig. 2600, yay. Wow, wie wär's, wenn du eine Null dranhängst, mein Freund? Ah, der Kerl, ey. So, der Rest. Jetzt müssen wir nur noch wieder die Mission machen. Das ist sehr gut. Das machen wir jetzt auch noch.
Ja, ich weiß nicht, 10 Minuten, ob wir das in 10 Minuten schaffen. Ich hoffe mal. Der Plasma-Jet. Nee, braucht auch nur eine Shell. Aber haut hier natürlich schneller raus, ne? Ist klar. 400 Megajoule und 4 Megajoule davon. Die Plasma-Gun macht den gleichen Shit, aber in der doppelten Zeit. Ja, also generell könnte ich das einfach austauschen. Ich hau halt mehr damit raus. Mach den gleichen Damage. Da könnte ich auch mein Spezial einfach tauschen gegen die Plasma-Gatling. Ich weiß noch nicht, ob das das Richtige ist. Ne, wir lassen mal die Plasma-Gun drin, das ist okay. Ich will den Small-Block loswerden unbedingt. So, jetzt muss ich aber auf jeden Fall den richtigen Torpedo reinballern. Okay, wir können leider nur zwei haben. Aber wir kriegen dann ein neues Schiff und da freue ich mich drauf. Soll ich nach einem... Ich gucke nochmal nach einem neuen Generator oder sowas, ob ich mir den bald leisten kann. Peacemaker's Paradise. Natürlich ist das der Waffenschieber. Okay, kaufen. Ich hätte gern Generator. Für 6400 könnte ich mir kaufen, kein Problem. Die Reparatur wäre nur teurer, aber ich nehme den Generator mal mit. Ja, danke, bitte einen. Nicht 15. Das wäre schon cool, wenn es einer ist. Okay, jetzt brauchen wir 10.000 für die Reparatur, die echt notwendig ist. Meines Erachtens nach. Okay, Mechaniker. Gib mir mal den besseren Generator. Yeah, besserer Generator. 3 pro Sekunde. Das ist eine Menge mehr. Das verdreifacht. Das war 300%ige Energiegeneration. Und das ist schon cool, denke ich. So, wir machen Mighty Maggie noch. Vielleicht überziehe ich ein bisschen, aber das ist egal. Und die Impactor sollte an Bord sein. Impactor oder... Nee, das ist die Impactor. Flash Sharks gegen starken EMP-Schild einsetzen. Ja, ich bin mal gespannt. Und ich stehe auf diese Szene. Das ist einfach so cool. Das hat so ein bisschen was von Babylon 5. Gefällt mir. Ja, auch ein Spiel geworden. Schauen wir mal, was wir für dich finden. Gut. Ich hoffe, was Gutes. Außerdem habe ich nichts von den anderen Schiffen bekommen, die ich am Leben gelassen habe. Also werde ich das jetzt erstmal nicht mehr machen. Vorbei. Na, guck mal, wie schnell die Energie gerade ganz schnell geht. Ich weiß noch nicht, ob ich es will. Ich sehe kein Schiff. Ah, das kommt wahrscheinlich dort. Ja, dahin kommt's. Mit der Torpedo hat nicht getroffen, leider. Aber muss er auch nicht. Falscher Schalter. Drecksack. Dieser Turtle hat aus Versehen die Rettungskapsel aktiviert. Schade um die gute Avenger. Aber ich habe schon ein neues Schiff dort. Und um meinen Torpedo. Okay. Gut. Aber das ist lustig. Das ist so ein bisschen Hunt your ship. Finde ich gut. Es ist ein bisschen schade, dass es nicht freie Wahl ist. Weil dann würde ich mir ein besseres Schiff holen, glaube ich. Aber... Es ist halt missionsbasiert, ne? Da muss das ja ein bisschen geleitet sein, was man bekommt und was man nicht bekommt. Der konnte den Torpedo mit einem Buzzer ablenken, das ist nicht so cool. Aber der Torpedo hat danach trotzdem nochmal gegriffen. Und das ist allerdings sehr interessant und gefährlich für mich, wenn die Gegner Torpedos benutzen, die gelenkt sind. Guck mal, wie viel Energie wir auf einmal aufbauen, das ist so cool. Richtig cool. Und ja, das Fuzzy Head da ankommt mit, ja, dass du nur EMPs verwendest. Ja, ist mir klar, dankeschön. Das Objekt muss lahmgelegt werden, okay. Ja, wir betreiben hier Piraterie, Leute. So muss das sein. Nicht so wirklich, aber... Ein Toiler. Wie konnte der mich überhaupt erfassen? Oh, crap. Der wird mir wehtun, fürchte ich. Aber das will ich nicht. Was ist das denn für ein Schiff? Das Ding ist ja nicht besser als meine Schaluppe. Es war nur eine
Ja, eben. Aber jetzt ist sie down. Das Schiffchen ist uns mal sicher. Hey, da ist ja noch was. Oh, da hinten. Ich glaube, ich sollte noch mal ein Torpedo verwenden. Immerhin haben wir schon mal ein Schiff bekommen. Ich hoffe, ich muss die Toiler nicht nehmen, aber ich glaube nicht. Ich erinnere mich nicht an das Schiff. Wie komme ich da hin? Oh, ist das hier in der Enge? Guck mal, da sieht man am Berg, ist noch was. Nee. Ich muss ja ganz außen rum. Na toll. Und ich bin so langsam. Und dann konnte ich nicht viel Schaden nehmen. Die haben nur Vendettas. Oh, guck mal, 500 EM-Pektor Munition gerade. Also Energieeinheiten. Ich hätte wahrscheinlich den anderen Weg wieder einfach zurückschwimmen können. Oder zurück. Fahren? Fahren. Unter was ist es fahren? Okay, was kommt hier an? Ich habe leider keine Vendetta gerade. Oh, das ist ein Crawler, oder? Ja, das ist ein Crawler. Ich glaube, das ist ein Crawler. Ja, daran kann ich mich schon eher erinnern, dass man einen Crawler hatte. Die Mighty Maggie! Ja, die ist ziemlich cool. Ne, ist kein Crawler, aber ist was in der Art. Und ich konnte leider keinen Der Torpedo hat leider nicht gegriffen, weil der einen Buzzer benutzt hat. Aua, die tut mir nur sehr weh, die Maggie. Das Schiff gefällt mir. Das will ich unbedingt haben. Ich werde nicht abgehauen. Das ist ein neues Schiff, Matt. Yeah. Die Maggie. Du hast deinen Job getan. Guck mal, das Schiff ist doch mal voll cool. Yay, wir haben ein neues Schiff, Leute. Wie cool ist das denn? Leider gibt es keine Bonusziele, wie es aussieht. Torpedos waren total unsinnig. War super, habe ich beide verschwendet. So ein Kack, ey. Mann. Ich habe ein neues Schiff, Leute. Wir haben ein neues Schiff. Will jemand ein neues Schiff? Schiffe lahmgelegt. Die Mighty Maggie. Und wir haben eine Vendetta und einen Hitman bekommen. Okay. Es gab doch Bonusziele. Wüsste ich jetzt aber gar nicht welche. Was soll man da noch machen, bitte? Ist egal, wir haben unser Schiff und das reicht mir. Atacama City. Okay, ich will jetzt mein Schiff. Yeah, schaut es euch an. Die ist aber langsamer. In beidem. Aber dafür ist die Panzerung unendlich viel besser. Aber der EMP-Schild schlechter sogar. Wow, okay. Aber kann 6 Torpedos und 12 Buzzer an Bord haben. Ziemlich nice. Ein schwerer Bomber. Ja, wählen wir mal aus. Warnung, beim Wechsel des aktuellen Schiffs werden alle Ausrüstungsgegenstände vom alten Schiff demontiert und in ein Depot eingelagert. Das ist okay. So. Dann gehen wir nämlich direkt zum Mechaniker. Und werden hier einbauen. Wir können wieder nur 3 Waffen tragen. Okay, das heißt die Plasma Gun, den Hitman. Obwohl, jetzt könnte ich eigentlich schon fast Plasma Jet nehmen. Aber ich nehme trotzdem wieder Hitman und E-Impactor. Und Torpedos. Ja, die habe ich, die einzigen, die ich hatte, hatte ich verballert. Deswegen nehmen wir jetzt die Stanleys. Alle 6. Und wir nehmen alle Buzzer, die wir können. Und wir nehmen den Medium Block, of course. Aber du haben wir noch nichts. Keramikpanzerung bitte. Das ist aber 20.000 Panzerung. Und die Plasma Gun. Oh, die kann sogar nur 2 Spezialsachen haben. Das ist ein bisschen schlecht. Aber oh well. Sehr cool. Und jetzt können wir sogar noch ganz schnell zum Peacemaker gehen und dort ein paar Sachen verkaufen, finde ich. Nämlich, verkaufen. Wir haben 2 Vendettas, die können jetzt beide weg. Haben schon wieder 3200 mehr. Haben wir nicht noch irgendwas bekommen? Wir haben noch einen Hitman bekommen, der kann eigentlich auch weg. Das ist aber, glaube ich, gut, wenn man sich ein bisschen was aufbewahrt. Und das machen wir auch. 9200. Oh, so knapp. Ich würde sogar noch den EMPack da weghauen, ne? Oder den Small Block. Der würde fast reichen. Der würde nicht ganz reichen. God damn it. Ich will diese Reparatur haben, Leute. Das Robot Repair Kit. Das ist so gemein. Da seht ihr, ich bräuchte genau 10.000. Und dann könnte ich die 900 mit dem Reaktor drauflegen oder mit dem Generator. Und hätte mein Robot Repair Kit. Und könnte zumindest ein bisschen die Panzerung auf 50% wieder reparieren. Das wäre super. Okay, ein andermal wohl. Wir haben 30 Minuten, aber ich will doch
Oder mache ich noch eine Folge? Ich glaube, ich mache noch eine Folge, Leute. Also bis zum nächsten Mal wieder bei Aquanox 2 Revelations. Ich hoffe, ihr seid dann dabei und dann geht's weiter. Tschüss.